Alter, jawohl, da hat aber einen Soft, bist deppert. Alter, der andere einen Soft. Immer einen wunderschönen guten Morgen. Bevor ich jetzt meine ersten Würfe mache, geklippt habe ich schon alles, wie man sieht. Hab mir gedacht, erzähle euch noch kurz, was heute am Start ist. Ich bin wieder am Fluss auf Hecht. Das Wasser ist relativ trüb. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfach in meinen Augen, aber schauen wir mal. Einfach probieren. Und wie seht, bin ich jetzt nur allein. Der Danny kommt etwas später. Und wer von euch als erstes in die Kommentare schreibt, warum der Danny heute später kommt, das ist eigentlich eh wie üblich, der kriegt einen Strike-Lover-Sticker gebogen, also haut es gleich einmal rein. Und vergesst nicht, dass ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst, dass ihr auf die Glocken drückt, dass ihr uns auf Facebook, Insta abonniert, dass ihr im Big Lure Shop schaut und mit dem Strike-Lovers-Rabattcode SL201 euch die 10% Rabatt auf Westin-Produkte holt. Ja, und wie gesagt, jetzt gehen wir es einmal an. Petri Heil, Tight Lines und wir sehen uns gleich. So, ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat auf der Action Cam. Ich habe jetzt gerade den ersten Fisch drauf gehabt. Kleines Hechterl. 55-60, aber hat richtig brutal bissen und jetzt habe ich ein bisschen durchprobiert. Ich habe euch ja vor kurzem auf meine Köder draufgefilmt. Durch das trübe Wasser ist eigentlich alles irgendwie grell, neongelb und so weiter und so fort. Und was aber jetzt, glaube ich, einen entscheidenden Faktor gebracht hat, ist, dass der Swim nicht nur neongelb ist, sondern auch extrem stark reflektiert und halt quasi auch wie ein Blinker unter Wasser blitzt. Naja, und schauen wir mal, ob es das wirklich ist. Jetzt mache ich noch ein paar Würfe und check das einmal aus. So Leute, guten Morgen. Ich habe es auch geschafft. Ein bisschen verspätet. Was heißt verspätet? Das ist 9:30 Uhr. Komplett spät. Und ja, wie gesagt, jetzt hört man den anderen gleich an. Und es ist extremst heiß. Wirklich heiß. Also ich bin mir nicht sicher, ob man nicht, ob das heute nicht ein reiner Badetag wird. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, dass er einen schon gefangen hat. Ja, ich bin halt der Typ, ich fange immer gerne ein bisschen später an, weil ich der Meinung bin, dass man in der Früh eh nicht so extrem gut fängt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob es früher, ob es lieber in der Früh geht oder trotzdem ein bisschen später kommt und dafür in die, am Abend in der Dämmerung weiter auszufischen. Also, ob es lieber auszufischt weiter. Und ja, dann werden wir schauen, was geht. Und dann greifen wir an. Also, wir sehen uns später. Stay tuned! Danny ist jetzt auch da. Ich hab's auch geschafft. Was tun wir heute? Hechtfischen? Ja, übers Loch. Flusshechtfischen. Und wir haben uns heute was überlegt, wir werden heute höchst wissenschaftlich eruieren, ob ein Gummiköder oder ein Hardbait besser funktioniert. Also der Gummiköder quasi ist Gummiköder versus Hardbait. Twister. Genau. Ich sag einmal, geht ein Gummiköder mit Spinnerblau auch noch als Softbait durch? Ja, genau, das Softbait durch. Wobbler, Jerks. Ja. Vielleicht sogar ein Streamer auch. Die Wurfstreamer, die ihr im letzten Video mal gesehen habt, genau, die gehen auch noch als Hardbait durch. Spinnerbait. Hardbait. Hardbait, alles klar. Ja, und da werden wir ein wenig schauen, oder? Wir werden genau. Stundenweise ein wenig abwechseln.
ja, diese Saison. Und jetzt werden wir mal knobeln drum, wer mit was anfängt. Wer gewinnt, nimmt den Hardbeat, oder? Wer gewinnt, nimmt den Hardbeat, ja. Ich glaube, dass das nämlich heute schon zirkt. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Einmal. Einmal. Passt. Nochmal. Das war super Schere übrigens. Alter, was ist das? Ja, nichts. Rap-Schere, oder was? Warte mal. Schere, Stein, Papier. Ah, scheiße. Passt. Okay. Arschloch. Ich nehme ins Softbait. Ich habe heute einen Fisch gefangen auf dem Hardbait schon und einen Föbis gehabt auf dem Softbait. Passt. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Schauen wir es ja an. Passt. Machen wir was draus, oder? Petri. Petri. Rein. Jawohl. Geil, ein Fisch. Sag mal, ein schöner Speisefisch, oder? Ja, ich denke. So eine kann man sich auf jeden Fall schmecken lassen. Fette Forellen, ja. Gut, Bacherl. Ja, geil. Erster Fisch für mich heute. Nicht der Zielfisch, aber ja. Wenn man da eins ist, kann man ab und zu einen Forellenarmeinwurf machen. Dürsten! Was ist mit dir, Alter? Ist der leicht heiß oder was? Stirbt gleich. Ja, Leute, also gefühlte 40.000 Grad. Ungefähr. Vielleicht ohne 1000, aber. Alter. Tatsache. Schaust du, das war's gerade beim Frisier gewesen. Aber du, Alter. Ja. Echt einen Plan haben wir auch nicht, gell? Ehrlich gesagt. Ich schon. Alter, jawohl, der hat aber einen Softbiss deppert. Alter, der andere hat Soft. Der ist nicht mehr groß. Und zieht das Boot. Hey, jetzt ist es einmal geraden. Jetzt habe ich wieder auf den Streamer gewechselt, andere Farbe. Jetzt steigen gerade die Forellen. Jetzt habe ich irgendwas gesucht, was ein bisschen von den Farben her einer Regenbogenforelle ähnelt. Und da ist dann relativ schnell der Hecht eingestiegen. Man sieht, der hängt komplett spitz. 1-0 für ein Hardbait quasi. Wie man gesagt, der Streamer gibt das Hardbait. Oben hat einen Egel drauf. Ein Release. Machen wir quick eine Torte. Klapp. Fette. Jawohl. Und nie vergessen. Ja, ich war am Plan. Kurz Bier auf. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Machen Sie mir ein Bier auf. Ja, Leute, wie schaut's aus? Eigentlich, für das, dass es so heiß ist, gar nicht einmal so schlecht. Ein Hecht haben wir, ihr Forellen, ein paar Föbis, einen schon verloren oder zwei. Eins nur für ein Hardbait. Genau, ein Fisch für ein Hardbait. Jetzt darfst du wieder. Genau. Ja, passt, hätte ich gesagt. Jetzt fällt nur der richtig große. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Kann immer kommen. Ich habe jetzt gerade einmal überlegt, welchen Kette ich nächstes Rauf tue. Dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach alle rauf tue. Schwere Partie, hätte ich gesagt. Ich darf da oben den einfach mit dem Wobbler oben einhängen und dann alles werfen.
So Leute, ein langer Tag. Fast geschafft. Geht ein Ende zu. Wir schleppen da jetzt gerade noch eine Runde. Einfach wenn wir gar sind. Ich bin jetzt seit, also nicht seit wie viel Stunden? Seit 14 Stunden? Nein, länger. Ich seit 11. Du seit 11, ich seit 14 Stunden am Wasser. Geworfen wie die Blöden. Hardbait versus Softbait. 1-0 für den Hardbait. Auf einen Streamer. Hardbait, lustig, Streamer. Ja. Ja, okay. Der einzige Fisch, der pickt, ist ein paar Phöbis, ein paar Nachgeher. Unterm Strich, wenn man die Phöbis zählt, waren es eigentlich unentschieden, hätte ich gesagt. Ja, also hat jeder Biss gehabt. Wir haben auf Gummi und auf Hardbait Biss gehabt. Ja. War ziemlich ausgeglichen, muss ich sagen. Ein paar Forellen noch, ja, passt. War grundsätzlich unterm Strich wieder ein cooler Tag. Ja, das sowieso. Aber ja, heiß war es trotzdem. Ja, heiß war es, lang war es. Also, jetzt machen wir es noch zu Ende. Wir drehen nicht so, genau. Dann sollte man noch was fangen, wie immer. Sekt zum Fisch. Sekt oder auch nicht. Ansonsten, Abo, Like, Glocken, schreibt es in die Kommentare. Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und wir sehen uns bald. Ganz genau. Alles klar? Petri. Petri, bis. Spätli.